Und herzlich willkommen zurück zu meinem dritten Teil von der WoD Beta, also von der offiziellen World of Warcraft Beta. Und wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Und da ist das Tor aufgegangen und wir sollen Kaelian an der Zerstörer töten. Müssen wir da durchs Portal oder kommt er da raus? Oh, da kriegen wir Schaden. Hä? Sollte der jetzt unten spawnen? Soll das so? Nein, das sollte, glaube ich, nicht so. Wir wurden zurückgeportet. Und da war der, ist der Mob einfach nicht gespawnt oder was war das? Keine Ahnung. Ah, egal, wir gehen einfach nochmal hoch. Gucken, ob wir ihn da finden. Ich kann da nochmal in die Questbeschreibung gucken. Bla bla bla. Wir finden sich weiter vorne und der Höhenausgang liegt nicht weiter hinter ihm. Okay. Ach, da, okay. Da ist er doch. Ist der gerade nicht gespawnt? Da ist er. Das sind aber mal CDs. Ist natürlich sehr ungewohnt, so eine Caster zu haben und keine Doppel-Lava-Burst-Procs hier rausfliegen sehen. Aber gut, sei ja dahingestellt. Da wollte ich gerade wieder laufen und das ist Schlagcasten, aber funktioniert halt nicht. So. Ja, macht natürlich alles natürlich auch nicht wirklich Schaden. Ich weiß nicht, wie man daran sterben sollte. Gut, da kommt Ner'zhul. Hat natürlich noch kein Skin, wie ihr das gerade seht. Hat nur einen Gürtel. Und natürlich keine Synchro. Aber sieht schon mal gut aus. Ich denke, wenn der... Nein, brechen wir nicht ab. Gucken wir uns an. Ja, da kommt natürlich unser Hood. Jo, und Katka musste uns mal wieder retten. So, weiter geht's. Und da unten haben wir gerade schon gesehen, können wir dort Coin wir abgeben. Natürlich gerade ein sehr cooles Mount, das Mimion, da kommt gerade das Phasing. Ja, da seht ihr gerade nochmal den neuen Wolf. Ne? Da können wir bei Katka wieder abgeben. Seid vorsichtig. Und wo ist die nächste Quest? Bei Sral. Sral finde ich, wie gesagt, der sieht in dem Moment auch ein bisschen komisch aus. Wenn wir uns mal gucken. Hat er jetzt ein Glatze? Oder trägt halt kurz? Abklingzeiten. Okay. Ich denke mal, das zeigt uns einfach mal in der Beta jetzt, wenn du noch den Schaman zum Beispiel noch nicht gespielt hast, was du so machen sollst, welche Fähigkeiten wichtig sind. Und dann holen wir uns so einfach mal die Schwarzfeldwaffen. Instinktiv ging jetzt die Karte auf. Das können wir nicht aufmachen. Aber das finde ich zum Beispiel auch sehr schön. Es ist sehr schön gezeichnet. Ich weiß nicht, ob das so live geht. Moment, ich muss mal ganz kurz was einstellen. Schnell plündern muss auf jeden Fall rein. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert, finde ich. Wie gesagt, zum Beispiel so Quest-Items, Quest-Dude. Es sieht halt alles sehr schön hier, wie gerade links seht ihr es. Sieht sehr schön aus, finde ich persönlich. Das ist so mehr oder weniger ja schön gekennzeichnet ist, was ich anklicken muss, was ich betätigen muss. Ich fand, es gab damals, oder es gibt immer noch, da es jetzt noch nicht online ist, dieses Feature, gibt es viele Quests, wo man es einfach manchmal nicht sieht und wo man einfach mal, wenn man es nicht schon mehrmals gemacht hat, dann sieht man es einfach nicht und übersieht dann so eine Sachen und kommt dann einfach nicht weiter und muss dann vielleicht googeln oder sonstige Käse. Aber das finde ich sieht jetzt sehr schick aus und man erkennt halt, was man machen muss. In den meisten Fällen. Wie gesagt, der Wolf sieht, finde ich, sehr schön aus. Sehr schick sieht er aus. Aber alles hier noch nicht wirklich in den Bedrohung. Ich denke mal mit aktuellem Gear. Ich glaube, mein Schamane hat gerade auf dem Live-Rain 585 Item-Level. Und da würde ich hier natürlich dann noch schneller durchheizen, als der ist jetzt mit 500, glaube ich, ist er jetzt. 500 Item-Level ist Standard von der Beta. Ja,
Ja, mit 85 rusht man natürlich nochmal durch. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Vergleich für euch anfertigen. Gerade wenn ihr jetzt so, wenn die Beta so mit diesem Item-Squish online geht, wie sich das jetzt auf aktuelles Gear auswertet. Wie weit natürlich dann so eine, weiß ich, vierstellige Waffe, also zum Beispiel Int oder Beweglichkeit, sei dahingestellt oder Stärke, dann einfach mal runtergeht von der Skalierung her. Was sie sich dabei gedacht haben, das werden wir dann einfach mal, werde ich dann anstellen, wenn ich, sobald ich mein Char rüber transferieren kann. Was ist denn da? Hat er sein Bottich verloren? Das ist natürlich alles sehr süß, was hier Damage heilt. Das ist schon fast. Das ist PC-Niveau, würde ich glaube ich fast behaupten. Da kam auch so wenig rein und wurde so wenig geheilt. Ja, das ist natürlich ungewohnt, dass man keine Mobs mehr two-hittet, aber. Was tun wir nicht alles? Hier unten seht ihr natürlich, die XP ist auch drastisch runtergegangen. Aber wenn ich überlege, auf dem Live-Frame ist, glaube ich, um von 89 auf 90 zu kommen. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, es sind 27 Millionen. Aber da muss man aber auch überlegen, dass eine Quest, glaube ich, schon 150.000 gibt. Oder vielleicht 290.000. Irgendwie sowas habe ich da im Hinterkopf. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich, wie gesagt, Leveln hasse. Wie die Pest. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als Leveln. Deswegen werde ich auch die Beta, glaube ich, ja, ein, zwei Level zocken und dann werde ich mir einen 100er machen. Auch weil ich mich nicht weiter großartig spoilern will. Außer ihr habt da wirklich Bock drauf, dann mache ich das. Den zocke ich den auf 100. Wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, dann machen wir das. Aber ansonsten, denke ich mal, werden wir nochmal bis 91 und werden uns dann vielleicht nochmal einen anderen Chart angucken. Und werden dann einfach nochmal auf die 100er Talente eingehen und gucken, was mit 100 so geht. So, eine Waffe fehlt uns noch. Die haben wir da. Und dann bereit zur Abgabe. Ja, hat sich viel geändert. So was die Quest aufmachen und so ist. Garnison, das muss ich mir natürlich auch nochmal angucken. Kann man irgendwie hier abgeben? Ja, hier im Westrei können wir wieder abgeben. Das ist gut. Ich denke mal, die Waffen werden wir brauchen. Oh, meine Schultern gibt es dann auch noch gleich. Um die Bros zu equippen. Was sag ich? Und da haben sie Waffen. Oh, Talente Stufe 14 freigeschaltet. Ja gut, das ist natürlich Beta und Buggy und das wird natürlich nicht im Live-Film so online gehen. Was ist denn hier? Dann kann ich den hier nicht. Das denke ich nicht, dass das im Live-Film so online geht. Weil das sind ja wirklich Sachen, die man von Anfang an lernen oder beigebracht kriegt. Wenn man noch ein kleiner Baby-Schaman ist. Was haben wir hier? Was mit dir? Ja, das ist natürlich so typisch WoW, beziehungsweise typisch MMORPG. Ja, looten und leveln, würde ich sagen. Ja. Einfach ein paar Mobs weghauen, EP sammeln. Oh, da haben wir ein paar Mobs dafür. Die werden wir natürlich jetzt mal schnappen. Na, das ist natürlich so, oh ja, töte 15 davon, töte 15 davon. Sammel 100 davon, tanze im Kreis und freu dich. Aber das ist man natürlich gewöhnt, wenn man WoW spielt, liebt und kennt. Dann ist das ganz normal und macht das halt mit. Ach, da haben wir eine Eule, die damit uns mitläuft. Und dann schnappen wir uns die nächste Gruppe. So, die ganzen NPCs fighten gerade mit, wie ich das gerade sehe. Das ist so ungewohnt. Was ist denn das? Und die ganze Abklingzeit, das ist auch so total ungewohnt für mich. Ah, ich bin schon wieder am Weinen. Es tut mir leid, aber das ist. Das schockiert mich auf der Beta. Ernsthaft. Das finde ich wirklich, wirklich schade. Man hat sich halt so. Das heißt, ja, man kann schon sagen, jahrelang. Also, ich spiele meinen Schaman aktiv.
mit dem. Ja, seit Kataklysm spiele ich meinen Schamanen. Da gewöhnt man sich an so viele Sachen. Und es fällt natürlich jetzt wieder schwer, sich dann umzugewöhnen. Aber. Ach Mensch, da wird er wieder getaggt von jemand anderen. Aber da gewöhnt man sich einfach dran und dann ist das so. Und man macht das Beste draus. Und ja, vielleicht mache ich auch ein Rerun, vielleicht auch nicht, werden wir sehen. Aber whatever, hat euch ja mehr oder weniger noch nicht zu interessieren, beziehungsweise mich auch noch nicht zu interessieren. Wir gucken uns nämlich einfach mal die Beta jetzt an. So, bereit zur Abgabe. Frage ist, müssen wir wieder hoch? Oder? Wir gehen einfach nochmal hoch, wir gucken oben einfach mal. Fighty, fighty. Ja, hier oben ist, glaube ich, nichts mehr. Hätte ich mir auch denken können. Das zieht sich halt alles vieles, dass man einfach so durchrushen kann. Was ich natürlich gerade gut finde, muss ich sagen, dass der Beta-Ream ohne Verzögerung läuft. Ja, wir haben hier keine Lags, keine irgendwie, ja, Einbrüche, FPS-Einbrüche haben wir. Hatten wir am Anfang einmal. Da oben können wir es abgeben. Das haben wir jetzt nicht. Aber das läuft halt auch wirklich stabil, der Server. Okay, da kommt das nächste Intro. Und unser Freund Khadgar springt. Oh, eine Triple-Attacke. Was, glaube ich, kein normaler Mage könnte. Den Sie. Ja, wie gesagt, der Sound fehlt auch irgendwie. Da fehlt alles noch ganz bisschen, ist alles bisschen buggy. Und damit ist die Schmiede lahmgelegt. Und Hauptsache, man hört mein Spektrat hier. Und dann würde ich sagen, geht es doch einfach mal weiter. Was war da denn? Aha. Ich bin ganz Ohr. Da lief wohl was schief. Fort mit euch. Lust auf ein Glas? Bleibt sauber. Wie geht's? So, was machen wir denn Schönes? Wir müssen jetzt uns noch ein paar Pläne holen. Und uns fast mit Schwarzpulver besorgen. Das würde ich sagen, wir sind bestimmt da drin. Und dann sollen wir bestimmt wieder irgendwas anzünden. Und irgendwas hochspringen. Das ist so. Das, was ich mir jetzt denke. Das machen wir auch noch. So, die Schocks machen natürlich alles. Das ist eine Ungewohnheit, aber. Genau, da steht er doch schon, mein Freund. Steht er am Schwarzfass. Hört ihr auch das Ticken wie ich? Kleine Bombe. Da haben wir das Fass. Und wir ziehen eine schöne Line hinter uns her. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Findet ein Fass, bringt es im Hansel. Okay. Aber wir schließen noch die andere Quest auch noch ab. Ich denke mal, wenn wir das anzünden, das wird doch hier einen Effekt haben, wenn es hinter uns so herläuft. Weltenbrechplan, da leuchtet doch irgendwas. Achso, das ist nochmal dieser Zünder. Splitterbombenpalette. Was geändert. Noch mal kurz die Quest durch. Und den noch. So, weg damit. Und fix geheilt. Und da haben wir die Pläne. Alles klar, perfekt. Gut, dann gehen wir mal zu Garnar. Der wollte nur die Pläne haben. Alles klar. Der ist hier im Scheißhaus angefesselt. Alles klar. Schlüssel für Garnar noch besorgen. So schlau, so sollen wir hier durchlaufen. Ach, oh, was soll jetzt? Führung an. Lava-Eruption. Geisterwandlung an. Und wegrumpen. Ja.
So, jetzt ziehen wir uns noch mal einen kleinen Death Cooldown. Und heilen uns gegen. Ja, Führung immer noch. Führung und Accident regelt immer noch. Wäre auch nicht anders zu erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann gehen wir noch die Quest da ab. Befreien ihn. Damit er von seinem Scheißhaus loskommt. Kraft und Ehre. Kraft. So, den lassen wir da einfach mal stehen. Betätigen noch den Auslöser. Und denken mal, dass wir dann diese Feuerspur hier in Brand setzen können. Machen wir den Hebel. Und drücken wir da mal mit den Hebel. Und was sag ich? Da haben wir dann alles in Flammen gesetzt. Die Spur läuft da hinten noch durch. Und da ist jemand weggeflogen. Was kann ich heute für euch tun? Gut, dann gehen wir die Quest noch ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.